Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, in der letzten Folge... Was ist denn hier los? Luftverschmutzung. Warum zur Hölle ist hier eine Luftverschmutzung? Ernsthaft? Kann ich das mit Bäumen lösen wie in anderen Spielen? Das sind immer keine großen Bäume. Du bist ein großer Baum. Was bist du? Du bist kein großer Baum, du bist irgendwas Kleines. Du kannst mir nicht erzählen, dass die vergleichbar sind. Oder wachsen die? Müssten wir dann irgendwo in der City sehen, oder? Wo haben wir denn mal Bäume gepflanzt? Wo haben wir Bäume gepflanzt? Wir haben doch irgendwo mal Bäume gepflanzt, oder? Hier. Die sind mini! Der Baum ist 3000 mal größer. Was soll denn das? Ich will solche Bäume. Nicht solche. Also. Oder wachsen die noch? Kein Abzählen, oder? Also hier ist es sowieso... Schau dir das an. Wahnsinn, die komplette Seite ist verseucht. Genau, letztes Mal haben wir hier angefangen, unsere Staudämme zu errichten. Die müssen wir jetzt dann noch anziehen. Hierzu würde ich oben eine Straße langziehen. Stadtgrenze überschritten. Nein, das wollen wir nicht. Genau so die Spalte runter. Wenn wir jetzt dann hier so hoch, ja, oder? So. Gut. Schließen wir mal das Ganze an. Jetzt müssen wir nur noch den Strom anschließen. Das ist okay, aber wir können rein, theoretisch.
So. So, und dann sollte das doch hier wie so ein Durchlauf sein, oder? Rein theoretisch. Wir brauchen mehr Leichen. Was? Oh. Mehr Leichenwagen. Ich glaube, vor eine Schule ein Krematorium zu setzen, wäre irgendwie so ein bisschen sadistisch, oder? Setzen wir hier hin. Und das bekommt noch eine Leichenwagengarage. Und einen kleinen zusätzlichen Verbrennungsofen. Dann sollte die Stadt hier ganz gut ausgerüstet sein. Seid ihr mittlerweile voll? Schaut's aus, ne? Wenn die nächsten Gebiete für euch frei, wo ihr bauen könnt, meine Freunde. Die Büros ziehen hoch, das ist der Wahnsinn. Schau dir das an, die Büros wachsen und wachsen und wachsen. Wie schaut's mit den Unis aus? Oh, halb voll. Oh, auch halb voll. Wahnsinn. Wir lernen richtig hier jetzt, Leute. Also Leute lernen jetzt hier richtig. Schon fast erstaunlich. Die Schule braucht auch noch ein bisschen Platz. Das Postamt schaut gut ausgelastet aus. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so mein Favorite-Gebiet, aber es funktioniert. Oh, schau an hier. Was hier für Riesen schon wieder entstehen. Ja, die Gebiete nehmen jetzt langsam hier überhand. Kriege ich noch so ein paar Kombo-Wohnhäuser hin? Ich glaube irgendwie weniger. Liebe Freunde, ihr werdet hohe Wohnhäuserdichte. Wie viel mit. Wir haben gar nicht. Wir verlieren sogar Bevölkerung. Okay, weil wir jetzt auch gesagt haben, hey yo, das ist Gebiet, das ihr nicht nutzen könnt. Also sobald die neuen Gebäude dann da stehen, sollten wir rein theoretisch eine größere Bevölkerungsdichte wieder haben, ne? Die Schule ist auch schon wieder bummvoll. Aha, aha. Aber sie hat noch Platz, gut. Auch bummvoll. Ich sollte mal vielleicht wieder ein bisschen schneller vorspulen. Das mit dem Gewerbe verstehe ich bis heute noch nicht. Das ist die, glaube ich, die Sache, die ich nie checken werde. Komm, ihr kriegt hier noch 1-2 Gewerbegebiete. Da freut ihr euch doch drüber. Wie geht's denn gerade mit Bürogebäuden bei uns ab? Das ist ja der Wahnsinn. So, die kriegen die nächsten Gebiete. Aber schau dir dieses Büroviertel alleine an. Wir ziehen das denn jetzt dann nach hier durch. Alles ja unnormal. Hier kommen so 1-2 Büro. Kollegen hin. Alter, was geht denn jetzt ab? Jetzt scheinen die ja den Frachthafen richtig zu nutzen. Lagerhäuser.
Ja, dafür bräuchte man Platz, dafür müsste ich dann hier noch einen Anbau machen. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Aber hier ist ja der Bahnhof. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Aber jetzt sind schon wieder alle raus, lol. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Also 10 Millionen plus ist doch unnormal. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip. Wir haben hier zwei Weizenfelder. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Wir haben nicht so viel Luftverschmutzung. Es ist nur dieser kleine Bezirk hier, der aktuell Probleme hat. Und wir haben dafür Mini-Bäume gepflanzt. Weil die gelten ja irgendwie nicht als Bäumchen. Du kannst irgendwie keine Dampfwand machen. Ja. So, okay. Hier auch schon wieder so große Gebäude. Das ist Wahnsinn. Schau mal, wie viel einziehen. Schon wieder 400 pro Stunde. Ist doch nicht normal. Wie viel arbeiten hier drin? Angestellte fast bis zu 94. 127, okay. Software und Medien. Haben wir hier einen Stau oder was geht hier ab? Ach ja, die Frachtschiffe kommen jetzt mittlerweile teilweise sogar leer schon. Das ist sehr spannend irgendwie. Das kann man sich nie so anschauen. Das sind Steuern. Ich habe gedacht, wir schauen uns Einkommen an. Ausgaben. Also irgendwie sind Dienstleistungsunterhalt der größte Punkt auf dieser Liste. Achso, das sind die Steuern, die wir machen. Dienstleistungsgebühren, staatliche Zuschüsse. Handel und Dienstleistungen, da haben wir mal Tonnen mitgemacht. Machen wir mit Handel nichts mehr oder was? Aber okay. Bald schaltet eins der größten Wasserkraftwerke sich an. Also irgendwie habe ich ein bisschen übertrieben, oder? Blick mal, es wird nachher, ich weiß gar nicht, wie groß es wird. Es wird bestimmt sich bis hier hinten stauen. Das wird der ganze Damm sein. Eigentlich müsste man so ein Thumbnail machen. Die Talsperre 2.0, hoppala. Brutal. Dieser Damm ist länger wie unsere Stadt. Das ist doch bescheuert. Wie schaut es eigentlich mit unseren Transportmitteln aus? Die Busse transportieren, ja. Buslinie 3 transportiert gar keinen. Was ist denn Buslinie 3, der gelbe? Gelb ist die obere Linie, die mag keiner. Wie es ausschaut, oder ist unnötig. Die restlichen werden nicht schlecht verwendet. Buslinie 3. Ist die hier, die nutzt auch keine, lustigerweise. Aber Mai, wenn sie sagen, sie brauchen es nicht. Wie viel nutzen denn die... Die Linie hier. 167. Okay. Das ist ordentlich. Wahrscheinlich nur die Mitarbeiter von hier. Genau. Lassen wir uns mal anschauen, was wir noch so schön daraus machen können aus dem Gebiet. Das ist ein Touristenmagnet rein theoretisch, ne? Ach, wir haben doch Touristik freigeschaltet, oder? Wo war denn dieses...
Die Bronzestatue, der Aussichtsturm, der Wasserpark, die mittelalterliche Burg. Der müsste relativ zentral wendern. Irgendwie eigentlich hier so wäre geil. Wait, wir haben Wasserprobleme. Warum haben wir Wasserprobleme? Unsere Wasserverfügbarkeit ist runtergegangen. Eine Grundwasserpumpe. Dann nehme ich noch eine zweite dazu hier. Dann kriegt eine Filtereinheit und zusätzlich Pumpmaus. Dann sollten wir von der Pumpleistung wieder nach oben gehen. Wir können eigentlich sogar unser Wassernetz für Notfälle an das Außenland anbieten. Ja, jetzt haben wir einen Wasserhandel. Noch erzeugt. Wo wollen denn hier alle hin? Okay, hier sollte man vielleicht auch einen Kreisel einbauen. Das wird wahrscheinlich die Geschwindigkeit des Gebiets ein bisschen erhöhen. Kriegt den Kreisel. Was ist denn hier schon wieder? Sollte sich dann der Stau auflösen. Hier kommen sie halt von zweispurig auf einspurig, aber jetzt sollte sich der Stau so oder so auflösen anfangen. Ach, come on! Ist doch was. Tornado und eine Rakete startet. Wir nutzen das Gebiet jetzt vollkommen aus. Der hat sich original nur um diese eine Stelle, glaube ich, gedreht, oder? Wahnsinn. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir machen den Touristik. Also Wasserpark kann ja wirklich überall sein. Den würde ich hier so ins Außengebiet setzen. Da geben wir ein paar alte Wohnungen auf. Da kriegt ihr dafür jeden schönen Wasserpark hin. Richtig schönen kleinen Wasserpark. Das ist doch mal was wert. Und dann setzen wir ihn hier vorne hin. Und da setzen wir jetzt eine normale Straße hin. So. So. Hier vor und dann kommt hier noch eine Parkgarage hin. Parkplätzchen. So, und jetzt können Sie hier parken. Ja, jetzt rein theoretisch ein Wahrzeichen.
Ich wäre schlau, wenn wir hier irgendwie einen Kreisel reinkriegen würden, wahrscheinlich. Ich glaube, das Schlaueste ist, wenn wir hier fürs Erste sogar eine dreispurige reinkriegen. Nein, wir brauchen hier keinen Fußgängerüberweg, bitte. Schreckliche Idee. So verkehrt wenig, fährt wenigstens der Verkehr relativ flüssig. Wenn die hier mehr Möglichkeiten haben, abzubiegen. Schau, der Parkplatz wird schon genutzt. Ich würde gern hier drin auch den großen Parkplatz. Oh, jetzt wollen ganz viele einziehen in die Stadt. Holy shit, okay. Wir haben ja noch den großen. Ach, den haben wir gar nicht freigeschaltet, okay. This is an emergency broadcast to all citizens. Increasing areas of forest are being engulfed by flames. The thick smoke rising from the fire makes the air dangerous to breathe. Citizens are advised to vacate any premises near the fires and remain at a safe distance until emergency services. So, wir werden jetzt hier aber auch noch schnell. Oh Gott, das wird. Die ganze Stadt wächst, ne? So werden es auch die Gebiete hier merken. Alles wächst. Hier wachsen jetzt Hochhäuser. Das ist brutal. Diese Stadt wandelt sich gerade. Das ist der Hammer. Das Bürogebiet hier unten ist auch der Wahnsinn mittlerweile. Hier staut sich's wieder wegen dem Kreisel, oder was? Das ist der Wahnsinn. Dieser Kreisel macht einen fertig. Bin schon mal überlegen, ob ich hier mal einen Umbau mache, dieser Straße hier, damit das besser läuft. Ist ja der pure Wahnsinn. Alter, schau mal, wie viele Gebäude gebaut werden schon wieder. Alle Shopping Malls. Wir haben auch Lüsse. Oh, geringe Dichte. Seit wann gibt's denn dich wieder? What? Erstaunlich, es gibt geringe Dichte. Habt ihr das gehört? So, jetzt können hier wieder anfangen, Gebäude zu wachsen. Wahnsinn. Ich schließe jetzt auch mal die Straße an. In the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know. Ist das der größte schon, oder?
Aber ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Es geht voran, die Stadt wächst. Unsere neuen Staudämme werden auch bald in Betrieb genommen, so wie es ausschaut. Ich glaube, er hier wird sehr, sehr bald sogar schon anlaufen. Bin gespannt, wie viel wir mit dem hier noch plus machen. Aber ich glaube, das Spannendste wird er hier, der größte Staudamm, den wir je gebaut haben. Das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Ja, er startet, glaube ich, jetzt langsam dann wieder durch. Er ist nicht schon fast voll. Und dann wird der erste Staudamm sich hier wieder eröffnen. Aber gespannt bin ich auf die Talsperre. Die wird uns wahrscheinlich ein paar hundert Megawatt einbringen. Hoffe ich auf jeden Fall. Die hier bringen 166. Die sind der Wahnsinn. Auf jeden Fall, der da oben ist der Wahnsinn. Aber der da unten, ich glaube, der wird auch noch sehr, sehr spannend. Ansonsten müssen wir den öffnen und dann werden wir sicherlich eine Überschwemmung haben. Aber wenn, dann werden wir das zum Ende einer Folge machen oder zu Ende der Serie. Ah, was ist denn hier los? Straßenanschluss. Das kommt mir jetzt erst drauf, jetzt zu sagen, oder was? Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.